Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte heute mit euch über meinen Lesemonat Mai sprechen. Der Mai war für mich der bisher, ja, geschichtenärmste Monat, was auch vielleicht an meinem Kurztrip nach London und meiner aktuellen Schreibphase liegt. Ich habe nämlich Projekt R abgeschlossen. Da hatte ich für mich persönlich eine Deadline bis 14. Mai gesetzt, beziehungsweise bis Ende Mai gesetzt, und ich habe am 14. Mai Ende drunter geschrieben, und da habe ich mich eben abends mehr drauf konzentriert. Deshalb sind es dieses Mal nur 9 Bücher. Ich weiß, Lesen ist kein Wettkampf. Ich kann nur sagen, was ich in der Regel an Büchern im Monat verschlinge und was ich jetzt gelesen habe. Aber es waren 9 Geschichten, und 9 Geschichten sind wunderbar. Diesmal habe ich sogar alle in Printform gelesen und nicht als E-Book. Aber ich habe das ein oder andere zwischendurch immer mal wieder als Hörbuch weitergehört. Und wer mich jetzt schon länger verfolgt, der weiß, dass ich meine Hörbücher über Nextory höre. Das ist ein Hörbuchanbieter, bei dem es mittlerweile über 600.000 Hörbücher und auch E-Books verfügbar gibt. Ich höre in der Regel jeden Tag. Ich höre es beim Aufräumen, ich höre es beim Wäsche zusammenlegen, ich höre es beim Putzen, beim Kochen, beim Schnibbeln, beim Hunde Gassi führen etc. etc. Ich habe eigentlich immer die Stöpsel in den Ohren, wenn die Kleine nicht gerade meine Aufmerksamkeit braucht, weil ich es liebe, Hörbuch zu hören. Ich liebe es, mich ablenken zu lassen, weil ich persönlich finde, dann geht auch die Hausarbeit viel, viel schneller. Ich mache es auch beim Sport. Ich mache ja mittlerweile jeden Tag mein Hubprogramm, und da habe ich auch immer ein Hörbuch auf den Ohren, damit das Ganze, ja, ein bisschen positiver ist. Wer die App gerne testen möchte, kann das gerne über den Link unten in meiner Infobox machen. Da habe ich mir eine eigene Seite erstellen dürfen und kann euch da auch immer regelmäßig neue Hörbücher empfehlen. Und wenn ihr euch über den Link ein Probeabonnement macht, habt ihr 30 Tage Testphase, und danach könnt ihr sagen, ja, ich möchte weitermachen oder ich möchte nicht weitermachen. Es ist einfach nur ein Angebot, dass ihr das einfach mal testen könnt. Das Highlight für mich persönlich an der App ist allerdings die Möglichkeit, Unlimited zu hören, weil es, glaube ich, auch der einzige Anbieter ist, der das noch anbietet. Für mich persönlich ist das eine große Bereicherung, dass ich nicht auf 25 oder 100 Stunden limitiert bin, sondern einfach so viel hören und konsumieren kann, wie ich möchte. Wer es gerne testen möchte, schaut mal in die Infobox, und jetzt geht's weiter mit dem Lesemonat. Starten wir einfach mit dem ersten Buch, das hier auf meinem Stapel liegt, und das war Eisige Wellen, der zweite Band der Krischer-Reihe. Ich denke, dazu muss ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Seit die Serie Shadow and Bone auf dem Markt ist, ist Krischer doch sehr, sehr bekannt. Viele sagen ja auch immer, dass die Krischer-Reihe okayisch ist, sage ich jetzt mal. Aber die Folgereihe, die Krähen, also das Lied der Krähen und das Gold der Krähen, doch viel, viel interessanter und besser ist, liegt ja meiner Meinung nach auch im Auge des Betrachters. Ich habe jetzt Band 1 und 2 mit Tatjana gelesen, und ich finde die Reihe eigentlich jetzt schon ziemlich gut, was für mich darauf schließen lässt, dass ich die Krähen vermutlich dann episch finden werde. Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt nur davon ausgehen, wie es in meinem Lese-Freundeskreis ist. Die Leute, die so einen ähnlichen Geschmack haben wie ich, sagen, die Krähen sind noch besser als Krischer. Lass Krischer weg, lies gleich die Krähen. Aber meine Zwänge sagen mir, nein, ich muss erst die Vorreihe lesen und dann erst die Krähen. Ja, Band 2 haben wir jetzt beendet. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Ich finde auch dieses, ja, im ersten Band war es ein Hirsch, im zweiten Band war es hier die Meeresgeisel, und im dritten Band ist es, glaube ich, ein Phönix oder ein Feuervogel, dass in jedem Band quasi ein Wesen gesucht wird und sich das um die ganze Geschichte rund um, wie heißt sie nochmal, den Dunklen und Alina, ja, drumherum gesponnen wird.
Ich finde es total faszinierend. Ich muss mal mit Tatjana reden, ob wir jetzt vielleicht im Juni den dritten Band lesen. Dann wären wir damit fein. Und ich glaube, dann geht auch schon unser Schattenjäger-Marathon weiter. Aber ja, ich finde die Krischer-Bücher toll und kann absolut nicht nachvollziehen, dass die Leute sagen, dass sie langweilig wären. Das nächste Buch, mit dem ich auch den Mai abgeschlossen habe, ist In jedem Atemzug nur du. Ist das erste Buch, das ich von der Autorin gelesen habe und ich kann auch sagen, dass ich ihren Schreibstil sofort mochte. Das Buch lässt sich super, super angenehm lesen. Es hat ein schweres Thema. Es geht um ein Mädchen, das ja vor 2 Jahren eine Lungentransplantation hatte und dann ja quasi ihr Leben neu in die Hand nimmt, indem es eine Uni besucht und ja nicht eine x-beliebige Uni, sagen wir es mal so, sondern die Uni, ja, die auch ihre Spenderin, ihre Lungenspenderin besucht hat. Eigentlich dürfte sie gar nicht wissen, wer es war, weil Organspenden ja in der Regel anonym sind, eben auch aus psychischen Gründen her. Aber sie hat mitbekommen, dass sich 2 Pfleger oder Pflegerinnen darüber unterhalten haben und ja, macht sich jetzt auf die Suche nach ja, Informationen über ihre Spenderin. Sie möchte wissen, wer dieser Mensch war und ja, sucht darin so ein bisschen ihren Seelenfrieden, hatte ich das Gefühl. Die Lullaby University ist aber nicht irgendeine Universität. Es ist eine Universität, die sich sehr, sehr, sehr dem Umweltschutz verschrieben hat. Und man hat auch während dem Lesen richtig gemerkt, dass die Autorin sich da entweder selbst super gut auskennt oder sehr, 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 sehr gut recherchiert hat. Für meinen Geschmack war es manchmal so ein bisschen over the top. Also dieses ganze Umweltthema hat dann das für mich interessantere Thema mit dieser Transplantation und ihrer Recherche und der Suche nach Miss X und Informationen über diese Person überschattet. Ich meine, alles, was darin beschrieben wurde, war interessant zu lesen und auch die Gedanken, die dahinter stecken, wie wir unsere Erde ja, besser nutzen können und besser behandeln können, alles super interessant. Aber wenn es dann darum geht, wie die Konsistenz der Erde ist und wie die Bakterien sich in der Erde vermehren etc., das hätte ich jetzt persönlich als Unterhaltungswert nicht gebraucht. Aber ja, es war mal interessant zu lesen, aber die Geschichte drumherum ist für mich wundervoll gewesen. Ich freue mich jetzt auch schon sehr auf den zweiten Band. Der erscheint nämlich auch, glaube ich, schon im Juli. Glaube ich. Machen wir weiter mit einem Buch, das absolut nicht in meinem typischen Genrebereich zu finden ist, in meiner Komfortzone. Cold Case Academy, ein mörderisches Spiel. Ja, das ist von Jennifer Lynn Barnes, die auch die Inheritance Games Reihe geschrieben hat. Und auch bei dieser konnte ich damals nicht genau zuordnen, in welchem Genre ich es ansiedeln würde. Hier sind deutlich mehr Crime- und Thrill-Elemente vorhanden, dass ich es in diese beiden Schubladen stecken würde. Aber es ist halt so komplett untypisch in meinem ja, Daily Read, das ja normalerweise aus Adult und Fantasy besteht. Aber es war mal total spannend zu lesen oder mal in dieses andere Genre reinzuschlüpfen. Es geht um die 17-jährige Cassie, die quasi so eine Art Naturtalent ist. Sie hat nämlich die Gabe, das Talent, andere Menschen anzusehen und genau zu wissen, wie die Menschen ticken. Also die weiß, wenn hier an meinem T-Shirt ein Faden absteht, bin ich so und so. Die ist so eine richtige Naturtalent-Profilerin, so wird es auch ungefähr beschrieben. Die sagt, okay, die hat hier Krähenfüße, das heißt, sie lacht viel. Die sagt, die hat hier eine Halskette um mit einem Buchstaben, der nicht ihr Name ist. Der Buchstabe steht für einen Menschen, der ihr viel bedeutet. Etc. etc. Das sind so Kleinigkeiten, die ihr halt sofort auffallen. Und sie kann das auch gar nicht abstellen. Sie sieht einen Menschen und fängt schon direkt im Kopf an, den zu analysieren. Finde ich persönlich sehr, sehr schwierig, wenn ich so jemanden im Freundeskreis hätte. Wenn ich genau wüsste, okay, egal was ich sage,
Sie weiß eh, was Phase ist. Ja, eines Tages wird sie dann vom FBI quasi angesprochen, ob sie sich vorstellen könnte, an einem geheimen Projekt des FBIs mitzuarbeiten, an einer Akademie angenommen zu werden, die sich eben Cold Case Academy nennt. Und dort trifft sie auf vier weitere Jugendliche. Da ist ein weiterer Profiler, dann ist ein Mädchen, das ist quasi ein wandelnder Lügendetektor, die weiß genau, wann du lügst und wann nicht. Dann ist ein Junge mit dabei, der sämtliche Gestik, Mimik, Emotionen aus dir herauslesen kann und genau weiß, was gerade hier vor sich geht, wenn du nur so machst. Und dann ist noch eine dabei, genau, das ist ihre Zimmergenossin, die beruft sich immer, egal um was es gerade geht, auf Statistiken und die hat gefühlt sämtliche Statistiken der Welt in ihrem Kopf drin. Also einfach fünf Naturtalente, die an Cold Cases, also kalte Fälle des FBIs, ungelöste Fälle des FBIs gesetzt werden. Und ja, der Fall, an dem sie da arbeiten, hat mehr mit ihr zu tun, als sie glaubt. Sagen wir es einfach mal so. Ich fand es total spannend und ich fand das auch witzig. Ich habe das Buch gelesen und Ivy hat es auch in der Zeit gelesen und sie fand es total mäh und ich fand es eigentlich total gut. Und da sieht man einfach mal wieder, obwohl wir so oft den gleichen Geschmack haben, gibt es auch Momente, wo wir sagen, nee, das passt gar nicht. Aber ich fand es total spannend. Im Mai durfte dann auch endlich War and Queens von meinem Stapel der ungelesenen Büchern befreit werden. So lange hat es da auch gar nicht drauf gelegen, weil ich es recht zeitnah weggesuchtet habe. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich die From Blood and Ash-Reihe abgöttisch liebe. From Blood and Ash war damals 21 mein Jahreshighlight, also Band 1. Ich muss sagen, dass jetzt Band 4 für mich der schwächste war. Es waren ein, zwei Momente drin, die ich etwas strange fand, die es für mich auch nicht gebraucht hätte. Ich persönlich finde auch, dass die zwischenmenschlichen Szenen mittlerweile ein bisschen Überhand nehmen und ein bisschen ausschweifen und ausarten. Ich hätte so viel und so intensiv das Ganze nicht gebraucht. Ich meine, ich lese gerne Spice und ich mag es auch, wenn es zwischen den Menschen knistert und zur Sache geht. Aber irgendwo ist bei mir auch so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, da müssen wir jetzt nicht drüber. Okay, Jennifer, L.A. und Todd geht drüber. Das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich manche Seiten einfach vorgespult habe, übersprungen habe, weil es mir dann einfach doch too much war. Was ich allerdings schön fand, ist, dass hier im Band die Beziehung zwischen Poppy und den Wölfen nochmal viel genauer beschrieben wird und halt auch einfach zu dem bestimmten Wolf, der auch Castiels bester Freund ist und der sich auch mittlerweile in Poppys Herz geschlichen hat. Und die Bindung, die sich zwischen den beiden aufgebaut hat, war richtig, richtig schön zu lesen. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Inhaltlich kann ich natürlich jetzt nicht so viel sagen, weil es eben der vierte Band einer Reihe ist. Aber ich sag mal so, wenn jemand auf Vampire und düstere Geschichten und Intrigen und Machtkämpfe steht, dann ist die Reihe auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert, wenn man einfach, ja, diese zwischenmenschlichen Szenen, die Überhand nehmen, ein bisschen ignorieren kann. Kommen wir zum Monatshighlight, das ich im Mai gelesen habe, beziehungsweise das ich im Mai zum Monatshighlight gekürt habe. Das war jetzt ein wundervolles Deutsch. Blackbird Academy von Stella Tuck. Ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht mal, um was es geht. Es geht um, wie heißt sie nochmal? Leaf Young. Sie ist Kellnerin und wird eines Tages von einem Dämon angegriffen und quasi in Beschlag genommen. Und normalerweise ist es so, wenn ein Dämon deinen Körper in Beschlag nimmt, dann übernimmt er auch das Ruder und wenn er den Körper wieder verlässt, bist du quasi tot. Mal ganz grob gesagt. Bei ihr ist das allerdings nicht so. Sie teilt sich plötzlich den Körper mit diesem Dämon und ja, die Dämonenjäger
finden das auch sehr merkwürdig, schleppen sie dann an die Blackbird Academy und wollen sie untersuchen. Und als sie merken, dass sie sowohl Leaf ist, als auch der Dämon, aber Leaf es immer wieder schafft, die Kontrolle über den Dämon zu haben, anders kann ich nicht sagen, machen sie ihr das Angebot, sich zur Exorzistin ausbilden zu lassen an dieser Blackbird Academy. Das ist so grob das, um das es geht. Aber das eigentliche Highlight ist einfach dieser Dämon, der in ihr schlummert. Man hört ständig seine Gedanken und ich habe hier gelegen, ich habe mich vor Lachen gefühlt eingenässt, weil dieser Dämon so witzig ist. Einmal fängt er so aus dem Nichts raus an, All by Myself zu singen. Da habe ich mich kaputt gelacht, weil er einfach so einen furztrockenen, schwarzen Humor hat und ich habe es ultra gefeiert. Ja, dann gibt es noch einen, ich sag mal, männlichen Hauptprotagonisten, Falco. Er ist, ja, Exorzist, Dämonenjäger etc. und hat quasi so die Aufgabe, Leaf so ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen und auszubilden. Ich weiß, dass er der Love Interest sein soll, aber für mich war er jetzt nicht nichtssagend, aber er war nicht so präsent wie manche Nebencharaktere oder auch der Dämon. Es gab auch eine witzige Szene, da wollte Falco quasi wissen, ob sie vom Dämonen noch besetzt ist und wenn das so wäre, könnte sie seinen Rosenkranz nicht anfassen. Und dann sagt er so zu ihr, fass ihn an, fass ihn an. Und der Dämon in ihrem Kopf sagt so, klingt das nur für mich nach einem schlechten Nonnenporno? Und ich habe hier gesessen, ich habe Tränen gelacht, ich konnte nicht mehr. Also diese zwei Beispiele zeigen einfach, wie unterhaltsam dieses Buch ist. Und für alle Fans von Supernatural, liest dieses Buch. Das Buch hat so viele Supernatural-Vibes. Ja, ich habe es einfach geliebt, es musste mein Monatshighlight werden und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. 5 von 5 Sternen. 6 von 5 Sternen, wenn machbar. Kommen wir von Dämonen und Action zu etwas ruhigerem. Where My Soul Belongs von Kit Auburn ist so ein richtig schöner, ja, sommerlicher Wohlfühlroman. Es geht um Lena. Sie ist eigentlich sehr, sehr sicherheitsliebend und geht halt gern auf Nummer sicher und plant auch gern und organisiert auch gern und ja, weiß sich einfach gern auf der sicheren Seite. Und sie gewinnt eine Ballonfahrt, also eine Fahrt mit einem Heißluftballon, was ja jetzt nicht ganz so sicher ist. Aber sie hat da einen Guide, der sie da an die Hand nimmt und mit dem bestreitet sie diese Tour. Und landet direkt in einer abgeschiedenen Waldhütte, weil diverse Dinge schief laufen. Und die beiden unterhalten sich und stellen fest, dass Lena halt nicht gerne was riskiert und auch viele Dinge zwar gerne irgendwie machen würde, aber sich nicht traut. Und Sam, so heißt er, macht es sich nun zur Aufgabe, ja, Lena eine Bucketlist zu erstellen mit Dingen, die sie unbedingt mal erleben sollte und gemacht haben sollte. Darum geht's, sage ich mal, grob in der Geschichte. Ich habe mich einfach so in die Geschichte fallen lassen können, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie schnell ich durch war. Also das Buch hat, ungelogen, fast 450 Seiten, was für eine New Adult Liebesgeschichte doch relativ viel ist. Aber ich fand, es hat gar nicht so die, ich sag mal, zähen Momente, wo man denkt, ach ja, gut, die Szene hätte man kürzen können und das hätte man auch weglassen können, sodass das Buch vielleicht 50, 60, 70 Seiten weniger hätte. Es lässt sich einfach total flüssig lesen und man ist einfach so mit den beiden, weil die auch so einfach so zuckersüß sind, aber auch sehr witzig zwischendurch, dass ja die 450 Seiten einfach im Nu verflogen sind. Ich finde, es ist so eine richtig schöne Sommerlektüre, weil es einfach jetzt nicht so ultra anspruchsvoll ist, sondern einfach niedlich, süß. Ich hatte auch kurz überlegt, ob ich es in mein Sommerbücher-Video mit aufnehme. Aber dann habe ich gedacht, ach komm, wartest du mal noch ab. Ich werde nämlich demnächst noch ein
Wohlfühlbücher-Video drehen und da ist dieses hier auch ein ganz großer Kandidat für. Kommen wir jetzt zu einem Buch, das mich im Mai sehr, sehr enttäuscht hat, und zwar A Curse Unbroken. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum hat dieses Buch dich enttäuscht? Du hast doch letztens noch gesagt, dass du dich ungemein drauf freust und dass die Geschichte dir zu 1000% gefallen wird. Ja, sagen wir mal so, laut Klappentext wird angeteasert, dass es sich bei Gemma Stone, so heißt sie, was ich eh schon witzig finde, weil Gemstone, Edelstein, es geht eigentlich die ganze Zeit um Edelsteine in dem Buch, was so nicht unbedingt angeteasert wurde. Im Klappentext heißt es, sie ist eine moderne Hexe in den sozialen Medien und zeigt dort, wie man die Kräfte der Magie im Alltag nutzen kann. Also ich dachte, nachdem das mehrfach im Klappentext erwähnt wird, dass es in dem Buch die ganze Zeit darum geht, dass sie eine Instagram-Witch ist. So nach dem Motto. Und dass es sich eben darum geht, wie man dieses altbackene Hexendenken in die moderne Zeit übernehmen kann. Eigentlich geht es die ganze Zeit darum, dass sie ungefähr von 530 Seiten 330 Seiten erklärt, welche Funktionen welche Edelsteine und Kristalle haben. Gefühlt. Ich habe mich zwischendurch immer gefühlt, als ob ich ein Sachbuch lese. Ich meine, die Story ist super gut recherchiert. Da haben wir ja das gleiche wie bei Jennifer Wiley, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Super gut recherchiert, was ich auch sehr löblich finde und auch sehr wichtig finde, dass man auch über Themen, um die es geht, recherchiert. Allerdings war dieses Thema auch hier so präsent, dass es diese Hauptgeschichte einfach überlagert hat. Ich sag mal so, im letzten Drittel des Buchs war ich schon maximal genervt, aber da konnte sie dann das Ruder nochmal rumreißen, da ging es dann auch auf einmal mit der Geschichte weiter und die Grundidee der Geschichte fand ich auch richtig toll und hatte ich auch als sehr spannend empfunden. Aber dieses ganze Gequatsche über Edelsteine war extrem nervig. Es hat mich einfach total gestresst. Ich habe das Buch zusammen auch mit Ivy gelesen und wir waren zwischendurch einfach nur so, in dem Abschnitt ging es schon wieder nur um Edelsteine. Wann passiert ja endlich mal was? Und dieses Thema mit Instagram und moderne Hexe in den sozialen Medien, das wurde vielleicht auf 4 Seiten erwähnt. Am Anfang, als es um einen Livestream ging, da wurde es erwähnt. Und zwischendurch war dann immer nur so, ja, ich habe einen Hexenzirkel, der online besteht. Und 2-3 Mal hat sie dann diesen Hexenzirkel nach Dingen befragt. Aber das ganze Social-Media-Thema wurde eigentlich so nach den ersten 60, 70 Seiten ad acta gelegt und gefühlt nicht mehr erwähnt. Und da denke ich mir halt immer, warum teasert man sowas im Klappentext so extrem an, um es dann nicht mehr zu erwähnen. Kann sein, dass es im zweiten Band wieder mehr Bestandteil hat, I don't know, aber hier hat es mich leider sehr, sehr enttäuscht. Und das bei diesem wunderhübschen Cover. Das ist wieder so ein Kandidat für meine Buchreihe oder für meine Videoreihe. Wunderhübsches Cover, aber der Inhalt hat nicht überzeugt. Oder wunderhübsches Cover und steht eigentlich nur noch hier, weil es schön ist und nicht, weil es mir gefallen hat. Dann habe ich ein Buch von meinem Stapel befreit, das ich von der lieben Ramona geschenkt bekommen habe. Ich glaube zum Geburtstag letztes Jahr oder zu Weihnachten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Before Destiny, der Schwur der Göttin, ist der 2. und finale Band dieser Dilogie. Und es geht wieder um Nyla, die ein ganz besonderes Talent hat. Sie stammt nämlich von 1 bis x Göttern ab. Ich möchte dazu nicht so viel verraten, weil das ein bisschen spoilern würde. Ich versuche das hier ja immer so spoilerfrei wie möglich zu halten. Ich habe das Buch zwischenzeitlich auch als Hörbuch gehört, aber fand es mega nervig, weil mir die Stimmen nicht gefallen haben. Deshalb habe ich es dann irgendwann wieder weitergelesen. Ja, es geht sehr, sehr viel um römische Götter, die quasi hinter Nyla her sind. Es geht um Kriege unter den Göttern.
Es geht auch um Machtkämpfe unter den Göttern. Und ich fand auch, dass die Dispute unter den verschiedenen Göttern selbst die Story rund um Nyla komplett überlagert haben. Also den ersten Band fand ich richtig süß, weil man einfach mal sie kennengelernt hat. Es ist eine süße New Adult Geschichte mit Schulzeit und es kommen zwei neue Schüler an die Schule und ach, alle sind ganz aufgeregt, wer ist das denn? Und sie freunden sich an und sie hat noch eine beste Freundin, die ein bisschen Banane ist. Kommen wir last but not least zum letzten Buch, das ich tatsächlich nicht mehr zu Hause habe. Und zwar war das Unsere Herzen auf Repeat. Das Buch hatte ich ja irgendwo gewonnen und habe einfach nicht mehr herausgefunden, wo ich es gewonnen habe. Ja, das ist einfach so typisch ich. Ich mache bei Gewinnspielen mit und normalerweise kriegst du dann ja irgendwo eine Mitteilung, du hast es gewonnen und da hast du es und wir schicken es dir zu. Aber das hier lag einfach im Briefkasten und ich hatte keinen Plan, wo ich das gewonnen habe. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich es jetzt von meinem Stapel befreit und muss leider aber sagen, dass es gar nicht meins war. Das lag allerdings nicht an der queeren Thematik oder so oder daran, dass es ein Jugendbuch war oder ein Young Adult Buch war und ich es sehr kindisch fand, was ich wirklich fand, sondern daran, dass ich mit den Protagonisten nicht klar kam. Es geht um vier Protagonistinnen und das Buch ist auch aus der Sicht von allen geschrieben, die früher eine Popband hatten, die hieß irgendwie Moonlight Overthrow oder sowas, also den Namen fand ich sowieso schon Banane. Und die haben sich dann irgendwann aufgelöst und als ihre Heimat von einem Unwetter heimgesucht wird, machen sie ein Benefizkonzert und treffen da halt irgendwann Jahre später nochmal aufeinander. Zwei der Mitglieder, Celeste und Eva, waren auch früher mal ein Liebespaar und ich muss auch sagen, dass ich Eva super nervig fand. Also die Geschichte wird zwar aus allen vier Perspektiven geschrieben, aber ich finde, Eva hat so den größten Anteil und ich mochte sie einfach nicht. Sie hat sich irgendwie so gedanklich, charakterlich kaum weiterentwickelt. Sie ja, suhlt sich lieber in Selbstmitleid, anstatt die Wurzel eines Übels mal herauszukristallisieren und daran zu arbeiten. Sie macht allen so um sich rum Vorwürfe, warum das mit der Band gescheitert ist, warum man nicht mehr befreundet ist und so weiter und so weiter. Und das fand ich einfach nur mega anstrengend. Zwischendurch waren halt auch sehr viele zähe Szenen. Also ich glaube, das Buch hat um die 460 Seiten. Und ja, es war aber teilweise echt so, wo ich gedacht habe, oh, laber, interessiert mich nicht. Ich habe es dann fertig gelesen, aber ja, war halt kein Buch, das dauerhaft Platz in meinem Regal haben sollte, haben wird. Und da ich es auch sehr kindlich fand, habe ich es einfach einer Freundin mit einer Tochter im Teenageralter geschenkt. Und die kann sich jetzt daran erfreuen. Hoffentlich. Ihr Lieben, das war mein Lesemonat Mai. Es waren nicht so viele Bücher wie sonst. Dementsprechend ist das Video auch ein bisschen kürzer als sonst, was ja auch nicht so schlecht ist. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr eins der Bücher gelesen habt, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr vielleicht noch vorhabt, eins davon zu lesen. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!